in der Weihnachtsbäckerei ist für jeden was dabei. In der Weihnachtsshow sinkt heute das Niveau und am Ende jammern alle zwei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Was für ein schönes Türchen. Tag 12, Türchen 12 und der 12.12.2022. Ist das eine schnapszahlige Adventszahl? Bei mir ist der wunderbare Basti. Moin! Moin, es ist schon wieder Montag. Es ist schon wieder Montag, aber die Woche beginnt mit einem fantastischen Türchen in unserem Weihnachtsmeckerei-Adventskalender. Kann eine Woche schöner beginnen, Basti, frage ich dich. Nö. Das sehe ich auch so. Das ist die einfachste Antwort, nö. Heute wird es, lieber Basti, musikalisch, wir gehen... Oh, Nasenflöten-Solo. Nein, wir gehen ganz weit zurück in die 20er und 30er Jahre. Hm? Welche Musikgruppe war da sehr populär? Die Comedian Harmonists. Die Comedian Harmonists. Und es gibt einen Menschen, der diese Musik auch in der Neuzeit zelebriert, nämlich Max Rabe. Dem einen oder anderen wird der Name was sagen. Der ist heute am 12.12.1962 geboren und hat heute demnach 60. Geburtstag. Sensationell. Und da ich Max Rabe immer schon sehr verehre, habe ich mir gedacht, werden wir den heutigen 12. Türchentag Max Rabe widmen. Oh, klingt gut. Ist das toll? Max Rabe ist Leiter und Gründer des Palastorchesters Berlin, staatlich geprüfter Opernsänger und singt Schlager und Chansons im Stil der 20er und 30er Jahre. Jeder von euch hat ihn schon mal gesehen oder gehört, da bin ich mir ganz sicher. 1992 Hit mit Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Wunderschön. Ganz großer Hit gewesen von Max Rabe. Und 2002, auch vor genau 20 Jahren, Klonen kann sich lohnen. Das war... Das Lied kenne ich nicht. Mit dem Ballastorchester, oder was? Mit dem Ballastorchester. Das Schöne ist, er hat mehrere Jubiläen, denn er wird 60, Kein Schwein ruft mich an, wird genau 30 und Klonen kann sich lohnen genau 20. Also der hat ganz viel zu feiern jetzt. Aber Klonen kann sich lohnen, das wäre doch mal ein guter Titel für einen Podcast. Das ist richtig. Aber wir haben ja schon einen tollen Titel für unseren Podcast, oder? Ja. Max Rabe hat eins nicht gemacht, nämlich Weihnachtsalben. Das finde ich sehr sympathisch, denn heute hat eigentlich jeder Hinz und Kunz ein Weihnachtsalbum. Max Rabe nicht. Er hat aber einen seiner aktuellen Hits in eine weihnachtliche Fassung gelegt und ich habe dich gebeten, die doch heute mal zu spielen. Und deswegen möchte ich euch heute erfreuen und dich, lieben Basti, mit dem Lied Der perfekte Weihnachtsmoment von Max Rabe. Viel Spaß. Heute mach ich gar nichts, ich bleib zu Haus, denn es ist Weihnacht und ich ruh mich einfach nur mal aus. Verschneite Landschaft und die Verwandtschaft hab ich sehr gern, doch die grüß ich nur von fern. Mir geht's gut, wo ich bin, draußen schneit's, ich bleib drin. Der perfekte Moment wird heut verpennt. Ich dreh mich nochmal um, dann deck ich mich zu. Heut steh ich nicht auf, ich wüsste auch nicht wozu. Ich dreh mich nochmal um, weil ich das gern tu. Ich hab alles, was ich brauch, Augen auf und wieder zu. Und so weiter und so fort. Ist das nicht ein schönes Lied, Basti? Oh, wunderschön. Er heißt eigentlich Matthias Otto. Max Rabe finde ich dann doch ein bisschen treffender. Beschäftigt euch gerne ein bisschen mit ihm. Er macht ganz zauberhafte Musik und ist auch immer noch im Geschäft nach so vielen Jahren, Basti. Ich habe ihn im Studio mal getroffen bei uns. Da hat er mit dem Palastorchester aufgenommen damals. Einen Song oder zwei, ich weiß es nicht. Ja. Wir durften leider kein Foto von ihm machen. Er hatte nämlich seinen Frack nicht an. Und auf die Frage, ob wir denn ein
Gruppenfoto machen können, sagte er, das ist mir jetzt gar nicht recht. Ja. Ich glaube, der ist schwierig, oder? Also ich schätze den als schwierig ein. Der Nein? ist schon im normalen Leben auch ein sehr korrekter Mensch und so weiter. Okay. Okay. Aber angenehm? So viel, der hat, war jetzt, okay, du musst jetzt nicht sagen. Mir war jetzt nicht sehr redselig, lass es mal so rum sagen. Also ich glaube, mit dem okay. gehst du nicht unbedingt ein Bierchen trinken. Okay, ja, so habe ich ihn auch ein bisschen eingeschätzt. Genau, also das ist irgendwie, das sind jetzt nicht Menschen, mit denen ich irgendwie, glaube ich, in meiner Freizeit irgendwie Party machen würde. Okay, ja, vielleicht auch nicht, wer seine, weiß. Seine Orchestermusiker sind da schon natürlich deutlich entspannter so ein bisschen. Und ja, das glaube ich. Da auch die Leute, die da kreativ im Hintergrund sind, weil er macht ja hauptsächlich die Texte und so weiter, die Musik kommt ja von anderen Leuten und so weiter, die sind ganz normal. Er ist halt eine Kunstfigur. So. Ja, ja. Boah. Die auch zu ihm geworden ist. Aber das ist auch okay. Also ich finde das immer noch ganz toll, diese Tradition auch oben zu halten. Auf jeden Fall, ja. Stirbt ja alles immer mehr aus. Ja, und es gab ja nicht viel in dieser Zeit, was dieses witzige Kabarett-Songs-Zeugs da gemacht hat. Ist ja, ja. Von daher ist es interessant, da ja neue Songs zu machen in dem Style immer noch. Finde ich sowieso gut. Sollte man viel mehr machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Andere Epochen ein bisschen in die Neuzeit schwenken. Finde ich gut. Ja, ja. Wir gratulieren Max Rabe, schließen das Türchen und sind morgen in der zweiten Hälfte dieses Adventskalenders wieder für euch da. Boah, dann ist es wirklich ein Countdown. Dann jetzt hat. Dann wird's ernst. Jetzt kommt bald Weihnachten. Jawohl. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss.